So, meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu einem neuen Video aus dem Reba-Studio in Lehrte. René und ich gehen heute nämlich mal wieder auf Roadtrip. Freut mich. Ja, mich auch. Ich hoffe, du hast dich schon wieder auf lange Tage eingestellt. Ja. Nein, wir haben ganz kurz noch was zwischengeschoben. Und zwar hat René ja dieses riesige Fotostudio, welches eigentlich für Autos gedacht ist. Ihr seht heute auch ein krasses Auto, und zwar Europas schnellsten Golf 2. Bevor wir losfahren, mussten wir aber schnell noch unsere Kollektion durchshooten hier. Denn morgen ist es wieder soweit, 10 Uhr geht unsere Alos Classics Kollektion online. Warum Classics? Weil wir machen das Ganze seit über 5 Jahren und haben uns jetzt mal überlegt, wir wollen mal so eine Basic Kollektion so richtig klassisch für jedermann machen. Ganz kurz, es gibt 4 Farben, beige, Sage, dunkelblau und ein schwarz. Passend dazu immer T-Shirt, Hoodie, Jogginghose. Kurz zum Schnitt, Jogginghose mit Bündchen, mit Reißverschlüssen, vorne als auch hinten, wie ihr es euch gewünscht habt. Die Pullis sind mittlerweile auch wieder ganz normal geschnitten, das ist kein Oversized-Schnitt. Die T-Shirts sind ein Tucken länger mit Absicht, damit sie einfach unter dem Pulli schön sitzen. Aber ich sag euch, wenn ihr die Sachen auspackt, die Qualität, wir haben nochmal wieder einen draufgelegt. Also ich persönlich sage, das Beste, was wir bisher hatten, und jetzt will ich auch wirklich nicht übertreiben, weil sie ist wirklich einfach spitzenmäßig. So, achso, ja, und da wir jetzt ja bekanntlich alles Holzfäller sind und ständig im Wald sind, haben wir uns gedacht, wir brauchen auf jeden Fall auch ein Flanellhemd, beziehungsweise 2. Ja, ich find's geil. Also, wer Bock hat, morgen 10 Uhr geht das Ganze online. Viel Spaß beim Shoppen. Vielen Dank für das Studio, René, hier. Wir werden nicht das letzte Mal hier sein. Wenn ihr Bock habt, euer Auto mal hier drin in Szene zu setzen, bucht euch einfach einen Termin und verbringt einen schönen Tag mit René. Jetzt geht's aber los nach Süddeutschland. Wir fahren nämlich zu den TTK-Brüdern. Europas schnellster Golf 2. Das wird richtig krass, ich übertreibe nicht, weil wir reden von weitaus über 1000 PS, ein Riesenturbolader, und die Jungs haben wirklich in kürzester Zeit ein ganz neues Auto gebaut. Da ist wirklich fast nichts mehr original dran, aber ich würde sagen, let's go, erstmal 600 Kilometer Autobahn und dann steigen wir auch ins Auto ein. So, da sind wir. Markus. Servus. Stefan. Servus. Die besagten Brüder, dem dieser Zweier hier gehört. Wie lange habt ihr das Auto schon? 2016 haben wir angefangen. 2016, ja. Ja, nee, vorher ein Einser, ne? Nee, vorher sind wir mit den Straßengolfs gefahren halt. Ja. Und dann haben wir gesagt, wir wollen was Richtiges bauen. Dann haben wir quasi beide geschlachtet, verkauft alles. Und dann ging es in der Welt. Ja. Haben wir quasi zweimal geklickt und uns. Könnt ihr das vorher im Golf einfach. Ja. Golf 1 haben wir mal für einen Kunde gebaut. So ein Formotion von Silbernen. Das Video denkst du bestimmt. Wie fing das Ganze an? War das mal ein ganz normaler Golf? Oder war gleich Flex angesagt und schon krasser gebaut? Nee, Anfang war es ein Golf, ja. War so ein ganz normaler Golf und dann trieb sogar. Mhm. Dann haben wir nur die Bodengruppe hinten rausgeflext, umgebaut auf Allrad. Und dann mit dem 12-Bindeler V6 damals angefangen, 2016. Leistung damals? Knapp um die 1000 PS sowas. War es dann, ja. So, kommen wir an, kommen wir schon mit Arbeit. Ja. Was war die allererste für die Meilenzeit, die ihr gefahren seid? Nur bei den ersten Events, gleich so? Der erste richtige Lauf war, glaube ich, 9.2 oder 9.1. Ach krass. Ja. Aber dann schon gut unterwegs, ne? Ja. 2.16.9 war ja schon, schon beachtlich. Ja. Damals aber wahrscheinlich auch noch Haar ganz normal geschaltet. Ja, da haben wir schon Dockbox drin. Aber schon direkt Dock von und Shifter. Genau. Also gleich in die Vollen. Ja. Und ja, jetzt seht ihr mittlerweile, was überwiegend geblieben ist, weil da kommen wir jetzt nämlich gleich zu. Hier ist nämlich in den letzten Monaten extrem viel passiert, weil ihr seht, R32, also Mehrventiler, längs eingebaut. Normalerweise ist er quer, wie man da hinten auf dem Bild sieht. So sah das Auto eigentlich auch noch die ganze Zeit aus. Ich glaube, jeder denkt auch noch, das Auto sieht so aus. Weil ihr habt das ja schon geheim gehalten, dass ihr das Auto so radikal nach oben baut. Ja, schon ein bisschen, ja. So, weil ein bisschen ist gut. Das ist nämlich auch komplett, wie wir jetzt hier schon bei manchen gesehen haben, ein Rahmen. Und eigentlich ist nichts mehr Blech angebunden. Also nichts mehr Blech von der eigentlichen Karosse, was jetzt gerade noch tragend ist. Sowas ist natürlich schon noch alles Blech. Ja. Aber der eigentliche Rahmen, die eigentliche Karosse ist wirklich hier raw. Ja, genau. Was war letzte Saison noch Leistung, Maximum, was ihr mal gedrückt habt? Auf dem Prüfstand 1370 bei 3 Bar Ladedruck. Auf der Strecke sind wir dann manchmal mehr gefahren, gerade oben raus. Mhm. Ja. Ah, echt noch mehr sogar? Ja. Ja, 3,5 oder 3,4, 3,5. 3,5 so war, ja. So war es. Genau. Müssen schon so 14,
14,50 oder so gewesen sein. Ja. Bei uns ist Prüfstand eigentlich eher immer die Funktionskontrolle, kann man sagen. Also wir sind jetzt nicht die Typen, wo da sagen, da muss jetzt die maximale Leistung raus. Also die maximale Leistung muss auf der Strecke und maximal schnell. Was da für eine Zahl von der Leistung dran steht, interessiert uns eigentlich gar nicht. Wenn das Wetter mal schlecht ist und ihr nicht hier vor der Tür testen könnt, dann muss er einfach umstellen. Ja, genau so. Okay, aber trotzdem 7 Sekunden, müssen wir einfach mal so sagen. Das heißt, eigentlich reden wir ja schon hier auf jeden Fall von dem schnellsten Golf Deutschlands. Kann man so sagen? Ja. Europa? Ja. Ja, siehst du, kommen wir ja schon weiter. Aber weltweit noch nicht. Der zweitschnellste Golf. Es gibt in den USA noch einen, der grüne Golf mit 2 Motoren. Also der vorne im Motor und hinten im Motor. Und der ist ein paar Hundertstel schneller gefahren. Er ist 7,9,2 oder so und wir sind 7,4 gefahren. Ganz knapp. So, und jetzt muss man dazu sagen, dass damals immer noch eigentlich mit einem Auto, wo noch relativ viel Blech dran war. Weil gerade da hinten ein bisschen was rausgeschnitten. Wobei, nee, vorne war auch schon alles Rahmen, ne? Vorne? Das war das alte Auto, war auch schon ein Gitterrohrrahmen. Mhm. Damals, also letztes Jahr. Aber es war halt nicht nach dem Bernige Ding gebaut. Aber der Rahmen war auch schon komplett voll durchgezogen? Bis ja, der Rahmen. Ja, genau. Ich dachte immer, das wäre so halb adaptiert auf die Originalkarosse gewesen. Nee. Also schon, dass unten alles Rohrrahmen ist, aber oben rauf dann so mehr oder weniger noch ein bisschen Häuschen war. Nee, also das Häuschen ist genau identisch wie im alten Auto. Also wir mussten nichts losflexen oder irgendwas, das war nicht. Also dieses Häuschen hat jetzt also schon mehrere Chassis bekommen in Summe. Wahrscheinlich auch das einzige Häuschen, was schon mehrere Chassis hatte. Ja, wahrscheinlich. So weil das ist mir auch nicht so. So, jetzt kommt aber das Krasse, die beiden machen hier wirklich, kann man wirklich so sagen, eigentlich alle selber. Ja. Da bleibt nicht mehr viel, was ihr nicht selber macht. Ja. Kann man so sagen, ja. Tag und Nacht. Ja. Und das Ganze wirklich in den letzten 5 Monaten. Ja. Das heißt, in 5 Monaten diesen ganzen Rahmen reingebaut? Ja. Jetzt genau, ja. Stand eigentlich nur die Hülle, wirklich nur die Hülle, stand da. Und dann haben wir ja, alles neu gebaut. In 5 Monate. Jetzt haben wir Mai. April, ja, direkt nach der Saison losgelegt. Ja. Wusstet ihr, dass das jetzt dann schon fertig wird oder dachtet ihr, das Ganze dauert länger? Der Plan war 15. März, wollte mal fertig sein. Hat es 2-3 Wochen länger gedauert. Aber, ja. Aber Ziel war eigentlich 15. März, weil da der Sohn, mein Bruder, auf die Welt kommt, dann haben gesagt, bis dahin muss es fertig sein. Genau. Und dann habt ihr wirklich Tag noch dran gesessen? Weil so ein Rahmen ist ja wirklich nicht mal eben so gebaut. Es ist ja auch nicht nur der Rahmen, sondern dann geht es ja los. Und mit allem drumherum muss man dann ja auch nochmal bauen. Ja. Ja, schon so ziemlich, ja, kann man so sagen. Das heißt, jeden Tag, 7 Tage die Woche, immer. Ja. Außer Sonntag. Sonntag ist immer drauf. Sonntags ist. Wie soll Sonntag schon bereit, das glaube ich nicht. Nee. Echt? Radikal gar nicht? Kein einziger Sonntag, niemals. Genau. Und normalerweise immer. Nur ausscheiden, weil wenn das meine Frau hört, gibt's Ärger. Und normalerweise immer 18 Uhr jeden Tag feiern. Ja. Ja. Ja, aber das heißt, ihr seid erst Frühschicht normal arbeiten und dann nach der Schicht direkt her bis 18 Uhr. Genau. Wenn wir Spätschicht haben, dann halt morgen. Also vor der Spätschicht noch. Weil ich weiß immer, Spätschicht ist immer so die Schicht, wo man am wenigsten schafft, weil du nicht so richtig viel Zeit davor hast. Das ist bei uns genau andersrum, da schaffen wir eigentlich am meisten. Aber dann seid ihr welche, die um 5 Uhr wahrscheinlich bei mir stehen, ne? Ja, aber um 6, halb 7, ja. 6 bis 12 Vollgas und dann Spätschicht. Ja, das ist halt Hobby, Leidenschaft und dann noch zu zweit. Wie kam ihr darauf zusammen, ein Auto zu bauen? War gleich einfach so, also weil ich finde es cool, ich würde es mit meinem Bruder auch genauso machen. Irgendwie, wenn man sich die Leidenschaft so teilt, ist es irgendwie, weiß nicht, irgendwie geiler. Ja, bei uns war das einfach damals eine finanzielle Frage. Wir hatten ja beide so Straßenzweier und ich habe noch 900 PS und bei dir war es glaube 600 PS oder sowas. Und dann haben wir gesagt, wir wollen das einfach. Da sind wir auch meine gefahren und dann haben wir gesagt, wir wollen deshalb was Schnelles. Ja. Und dann haben wir gesagt, wir verkaufen alles, was wir haben und dann bauen wir uns einfach was. Wenn es finanziell, ja. Das ist ja alles nur Hobby, wir verdienen ja kein Geld damit, das ist ja alles aus eigener Tasche. Klar, Sponsoren mittlerweile, wo ein bisschen was drauflegen, so wie du. Weil, jetzt stellt euch mal vor, ihr müsst 2 Autos bauen, dann zu jedem Event mit 2 Autos fahren, so, das ist halt schon deutlich. Wird niemals gehen.
ist so alles schon ganz hart an der Grenze. Also. Wenn ihr heute nochmal von Null anfangen würdet, wäre es dann wieder Golf oder würdet ihr mittlerweile was ganz anderes bauen? Fiese Frage, weißt du? Ich denke nicht, dass es wieder ein Golf wäre, oder? Es wächst aerodynamisch. Ja, ach so, ja. Das Ding kommt. Also nur das Äußere wäre anders, aber Technik, wer würde das sofort sagen, geil, wieder 24 Ventiler. Ich halt das, mit dem habe ich jetzt so viel Erfahrung gesammelt. Wenn du jetzt wieder einen anderen Motor nimmst, dann musst du halt wieder, fangst du wieder bei Null an. Das ist schwierig zu sagen. Also. Klar, für höhere Leistungen, also wirklich Richtung 2000, 2500 PS, da wäre wahrscheinlich ein Reihe 6 Zylinder dann schon noch die bessere Option. Aber wie mein Bruder sagt, da haben wir jetzt so viel Leidenschaft und so weiter reingesteckt, da können wir es nicht mehr weggehen aus dem. Von dem Motor. Ja, krass, war ich diesen ganzen Abend selber geworden. Wow. Aber auch so mit Richtbank und so? Oder in dem Fall ohne? Geht auch so. Wir haben uns quasi selber so einen kleinen Tisch gebaut, so Vorrichtung, wo wir dann unsere Hülle draufgesetzt haben, ausgerichtet alles und dann von dort aus quasi unseren Reimer. Ausgelegt? Ja. Nach Zeichen dann? Genau. Okay. Aber ist das hier irgendwie eine Spezifikation oder wo kriegt man sowas her? Muss das genauso sein oder ist das schon speziell extra für den Golf? Nee, das ist nicht extra für den Golf. Das ist allgemein die 7,1 Sekunden Klasse oder schneller. Ah. Und das sind dann verschiedene Varianten, je nachdem wo der Fahrer sitzt. Vorm Hauptbügel, unterm oder hinterm Hauptbügel. Da gibt es dann verschiedene Varianten. Genau. Das heißt, wenn Nils so einen Rahmen für Paul oder für Rühles baut, dann baut er den auch genauso. Dann ist das die gleiche Spezifikation. Es müsste eigentlich die gleiche Spezifikation sein. Obwohl, der hatte, glaube ich, noch irgendwas. Es gibt nur eine extremere Klasse. Und es könnte sein, dass beim Team Rühle, dass sie das bauen. Aber das weiß ich nicht sicher. Und die einzelnen Farben hier sind Rohrdicke? Genau. Rohrdicken. Und hier die Zahlen sind einfach nur die einzelnen Rohre? Die haben alle quasi irgendeine Kennung? Genau, das hängt jetzt hier nicht. Da ist so eine Liste dabei, was das Rohr genau, die Bezeichnung von dem Rohr, was das Rohr machen soll, für was das Rohr auf der Stelle ist. Und wenn ihr zu einem Event fahrt, also zu einem Event, wo es so ein Regelwerk für gibt, da kommt wirklich einer und guckt sich das an? Ja, jedes Einzelne, der hält das dann so hin, oder? Nee, das wahrscheinlich auch so nicht, ne? Nee, ja. Das Auto wollen wir jetzt Anfang August in Zerbst abnehmen lassen. Da kommt ein Prüfer, das ist Sven Glut, der ist vom DMSB. Und der prüft das alles, ob das wirklich so gebaut ist, wie es bauen muss. Und dann kriegen wir einen Wagenpass für dieses Chassis. Dass er das einmal abnimmt und dann ist es abgenommen. Ja. Dann kann ich den Wagenpass dann auf der Veranstaltung herzeigen, dass das Auto wirklich so gebaut ist, wie es so sein soll. Auf der Veranstaltung wird natürlich das Auto trotzdem abgenommen, ob dies das alles dem entspricht oder schon abgelaufen ist und so weiter. Es geht ja kurz, weißt du, ist ja alles dabei. Ja. Das ist allerdings nicht auf allen Veranstaltungen so. Nee. Weil es gibt ja auch so ein paar Veranstaltungen, wo einfach. Zum Beispiel Zarsch oder so, da spielt es ja keine Rolle. Da einfach fahren und fällt. Du kannst ja mit jedem Auto zum Beispiel fahren. Ja. Aber zum Beispiel, wenn du bei Nitro Olympics in Hockenheim fahren willst, dann wird das schon alles. Genau. Das ist eigentlich das Ziel dieses Jahr. Ja. Okay. Und der nächste Step wäre jetzt einfach gewesen: Quermotor raus, längs rein, anderes Getriebe. Ja, genau. Einfach nur mit dem Vorteil, anderes Getriebe? Einfach oder was habt ihr euch dabei gedacht? Wir hatten ja bisher das Quaife drin und da sind wir halt auch langsam in die Grenze gestoßen mit ja, über 1300 PS. Weil das halt einfach am Limit, es ist immer wieder was kaputt gegangen und das kostet auch jedes Mal viel Geld. Und dann haben wir gesagt, irgendwas müssen wir machen, müssen wir da längs. Dann haben wir mit dem Audi-Getriebe ewig umeinander überlegt und so weiter. Dann mit Ruby geredet von der ASD und ja, das ist dann nahegelegt, dass man einfach in die Richtung. Audi jetzt lieber heißt dann 01E wie ich bei mir in der Limo zum Beispiel drin habe? Genau, oder ganz was anderes? Ohne Kinder. Das haben wir uns überlegt, ja.
Aber dann wäre der Motor ja deutlich viel weiter vorkommen. Das, ja. Ja, und dann rum und um und dann. Ja, klingt das falsch. Dann passt eigentlich ja jeder ins Getriebe. Ich finde es eigentlich jetzt geil. Also bei mir funktioniert es auch tatsächlich ganz gut, ja. Aber ist halt auch immer die Frage, wie lange. So ist es genau. Okay, also für euch nochmal, Quave ist ein Hersteller von einem Getriebe, das ist einfach nur ein Sechsganggetriebe, sequenziell, also nur vor und zurück oder halt mit Pedals. Ihr hattet das aber noch mit Shifter, ne? Was soll das eigentlich können? Ich glaube 900 Nm, oder? Mehr geben die, glaube ich, auch eigentlich nicht für Freunde. Du hast mit 800 PS, ich sehe, klar. Ja, klar, wenn du jetzt natürlich fast das Doppelte da drauf drückst, geht natürlich auch das. Aber das Getriebe ist an sich wirklich geil. Ich denke auch mit 1200 PS oder so. Fährst du das relativ standhaft? Ich fand bei dem Quave-Getriebe krass, als ihr damit angefangen habt oder Julian was dann auch eingebaut hat, wie schnell die Zeiten bei vielen Leuten so geputzt sind. Mhm. Weil es war ja bei ganz vielen dann so der Übergang von, ich sag jetzt mal irgendwie 9er-Zeiten zu irgendwelchen 8er-Zeiten. Ne? Da ging das ja ratzfatz und relativ viele Autos sind nochmal 8er-Zeiten gefahren. Genau, ja. Okay, also das heißt, das hier ist jetzt die nächste Liga, das wird jetzt das männliche Paket. Das Ganze ist ein bisschen ähnlich aufgebaut wie in Österreich bei HST, wo wir waren. Genau, ja. Aber im Detail schon noch ein bisschen anders. Muss man einfach sagen. Es geht schon damit los, dass es halt ein Golf und kein TT ist, der einfach von Abmaßen her schon mal ein bisschen anders. Genau, das war auch relativ schwierig, weil der Radstand beim Golf relativ schmal ist, das alles da rein zu pappen. Mhm. Der Audi ist einfach deutlich breiter und mit dem Differential vorne und alles, das war. Schwierig. Mehr auch in die Kurbflügel, alles ist relativ alles. Genau, ich würde schwierig sagen, ihr seht hier die weltkürzeste Antriebswelle in Deutschland, die so gefühlt, weiß ich nicht, 10 cm ist. Ne? So, das heißt, der generelle Aufbau hiervon ist nochmal Motor, Getriebe, Verteilergetriebe. Genau. Und dann einmal nach vorne, einmal nach hinten. Wir bleiben jetzt erstmal beim Thema vorne. Das Verteilergetriebe ist Serienteil oder auch irgendwie Tuning? Ist Serienteil, teils vorne ist ein Skyline, aber die Durchgangswelle, wo quasi verbindet nach hinten, die ist von einem anderen Hersteller. Ah, okay. Die originale Welle, die geht bei 13, 14 PS ziemlich oft kaputt. Aber da ist dann schon noch eine normale Kardanwelle nach hinten drin. Genau, ja. Das ist nur die Welle, wo in dem Transfercase quasi drin sitzt. Ah. Nur diese Welle. Ja. Ich habe durch Zufall neulich mal gesehen, weil ich habe so ein Ding wie zerlegt gesehen. Ist das auch so eins mit Kette drin, wo so eine breite Kette drin läuft? Ja. Genau, ja. Ich kann nicht vorstellen, dass das funktioniert, ne? Kette, oder? So eine breite Kette ist richtig übel, also die ist richtig massiv, ja. Und gibt es dann hier irgendeine Art und Weise von einem Mitteldifferential oder ist das einfach nur starr nach vorne hin, der Antrieb da drin, in diesem Verteilergetriebe? Da ist eine Kupplung drin, eine Lamellenkupplung, genau, die mit Öldruck quasi zugemacht wird. Mhm. Und durch die Kupplung wird dann die Kraft über die Kette nach vorne übertragen, auf die vordere Kardanwelle. Ah, jetzt verstehe ich. Okay, das heißt, die Kette ist auch nur für die vorderen Räder. Genau. Die hinteren Räder gehen 1:1 durch. Ja. Und Kupplung zumachen, Räder nach vorne. Das genau. Ist auch der Grund, warum diese Autobahn einen Börder machen will. Genau, ja. Weil wenn Kupplung offen, nur Hänger dreht. Ja. Und diese Kupplung kann man dann aber Serie lassen. Also da kann man so viel Öldruck drauf pumpen, dass die das schafft, nach vorne genug Kraft zu geben. Das Auto ist ja eher hecklastig. Mhm. Vordere Reifen sind eher so ein bisschen zur Unterstützung. Das werden wir noch sicherstellen, weil ich habe nämlich meine Wagen mit, wir werden das Auto auf jeden Fall noch wiegen. Aber da kommen wir auf jeden Fall später noch zu. Und Differential hier vorne, ist dann auch Skyline? Oder ist das Touareg? Touareg, ja. Touareg, okay. Ja. So, das heißt, irgendwie muss man natürlich vorne dann noch die Kraft wieder verteilen, deswegen flanscht man daneben nochmal Differential. Genau. Wie schaubar freundlich ist das Ganze jetzt hier so, weil es sieht ja so aus, als wenn da einigermaßen Platz ist. Aber kann man sowas zum Beispiel eingebaut tauschen oder muss für alles Motor raus? Also komplett die ganze Technik raus? Differential kannst du tauschen. Das geht, also das geht, ja. Kommt man schon überall noch. Aber ist Millimeter. Also aber es geht ja. In der heutigen Industrie macht man ja viel immer, dass alles einmal gescannt wird und dann im Cut kann sich jeder das so schön zurechtlegen und dann weißt du auch, dass es danach wieder rausgeht. Mhm. In der Theorie. Habt ihr das hier auch so ein bisschen beim Bau berücksichtigt oder ist es jetzt Glückssache, dass es rausgeht? Nee, das haben wir schon berücksichtigt. Ja. Habt ihr euch schon überlegt, dass das passt? Ganz genau, ja. Okay. Weil es sieht ja echt nicht nach viel Rohr so nach vorne aus, ne? Ja. Weil es ist ja eigentlich wenig. Das ist ja eigentlich nur ein Überzug und ein Unterzug. Ja. Und trotzdem zehnmal stabiler als ein originaler Vorderrahmen, ne?
Gegenüber dem originalen Golf 2 ist das wahrscheinlich schon ein Volltraum. So, und dann ist halt das Besondere, ist halt, der Motor hängt halt vorne einmal einfach nur mit dieser fetten Aluplatte hier drin. Und genau die gleiche Aluplatte gibt es hinten auch nochmal. Ist das zeitgleich auch Adapter fürs Getriebe oder ist die hintere Platte einfach nur auch wie ein Motorhalter, der den Motor so in dem Chassis hält? Eigentlich beides. Beides, okay. Ja. Von hinten ist dann, dann die Kupplungslocke wieder angeflanscht. Du kannst jetzt quasi vorne alles drinnen lassen und Getriebe abflanschen und kannst raus, fertig. Vorne kannst du nichts und andersrum genau das gleiche. Verstehe. Ja, genau. Das heißt aber in Summe alles einfach starr, fest, dran, fertig. Ja. Ja. Und dann einmal nochmal den größten Turbolader und einen großen Ladeluftkühler. Und das habt ihr auch alles in 5 Wochen gebaut? Alles, fünf Monate? Alles, was du jetzt hier siehst, außer das Gelbe, das ist alte noch. Der Rest alles neu. Und die ganzen alten Sachen, die sind jetzt alle in der Szene im Umlauf. So ungefähr. Entstehen noch ein paar 8-Sekunden-Golfs raus. Ich hoffe, ja. Finde ich immer krass, dass sowas einer kauft, weil wir wissen ja selber, den alten Krümmer, den ihr gebaut hat, als Beispiel, dass der bei wem anders in Golf reinpasst, dann muss der ja auch, erstmal wieder. Und so ist das ja weiter, weil jedes Teil wächst ja über Jahre. Weißt du, hier nochmal ein Halter ran, da nochmal ein Gewinde, hier nochmal was wegschneiden, da was ran. Genau, ja. So, ne? Aber geil. Ladeposition hier vorne stand gleich fest. War so, dass ihr das Auto als Vision hattet, der Lader muss da sitzen. Ziel war eigentlich da vorne, ja, aber die Ladeposition, glaube ich, 3 Tage, oder? Ja. Bis der endlich Max Esser ist, wo man sein sollte. Ja, vorhin fängst du ja schon halt mit Kranen an, weil den hältst du ja auch nicht mal eben so. Ja, genau so war es, ja. Das ist Marios Volltraum hier immer, direkt Verdichtergehäuse auf Ladeluftkühler. Das möchte er in seinem Leben einmal noch mal bauen, er findet das auch geil. Also. Das fand ich auch geil, einfach richtig kurze Wege. Habt ihr jetzt auf dem Prüfstand zum Beispiel kurze Wege einen Unterschied gemerkt? Also alter, neuer Motor, funktioniert der Motor hier viel, viel besser als der alte Motor? Oder kann man das so in Summe bei der Größenordnung gar nicht mehr sagen? Das ist egal. Eigentlich gleich, würde ich jetzt mal behaupten. Weil Lada ist der gleiche, ne? Ja, Lada ist der gleiche. Ladeluftemperatur ist vielleicht sogar fast besser als vorher. Besser, ja. Ja. Also auf dem Prüfstand ist es auch schwierig, aber haben wir es 22 Grad. Ja. Durchgehend 22 Grad Ladeluftemperatur, also was eigentlich sehr gut ist, ja. Ja, vor allem Kühler und so auch alles gebaut, ne? Mhm. Genau, das sind 2 Garrett-Netze. Und auch so Ölwanne und sowas, wird auch alles anders sein als beim Quereingebauten? Oder hat das zum Glück gepasst mit der Antriebswelle von links und rechts? Da passt nichts, ne? Auch noch alles wieder gebaut, okay. Ja. Aber Motor ist immerhin der alte. Und den auch noch gebaut? Motor ist der alte, ja. Vom alten. Ja, immerhin, vom alten. Etwas. Aber Hansa-Kurke auch gebaut? Genau. Muss ja, weil vorher saß ja der Motor so gedreht. Das heißt, die Brücke wird ja komplett anders gewesen sein. Genau, ja. Krass. Und wir waren stehen geblieben, Ladeposition, warum genau hier? Also, damit es wegetechnisch am kürzesten ist? Wir wollten halt direkt auf die Ladeluftkühler, so wie es Mario gern hätte. Ja, und dann... War auch euer Traum, das direkt so. Ja. Dann blieb eigentlich nicht viel anderes übrig, ja. Aber kann man jetzt so sagen, jetzt wo die Wege so kurz sind, dass irgendwie Ansprechverhalten besser ist oder so? Macht keinen Unterschied. Nö. Würde ich nicht sagen. Ich sage. Das ist egal. Konnte man auch theoretisch schlecht testen. Warum man auch wahrscheinlich nie testen können will. Ansprechverhalten auf der Viertelmeile. Brauchst nicht. Und ja. Was für ein Sprit fahrt ihr? Darf man das verraten? Oder ist es geheim? Weil es ist jetzt so spritmäßig jetzt ja nicht so extrem riesig dimensioniert alles, dass man sofort erwarten würde, dass da was für sich was drin ist. Wir fahren Mischung zwischen 102 Oktan Ultimate und Ethanol. Was ist 60-40? 60% 102 Oktan und 40% Ethanol. Also eigentlich schon noch relativ entspannt, was den Kraftstoff angeht. Ja. Deswegen reicht auch einfach ein Array mit Düsen, weil man halt für 102 einfach nicht so viel braucht. Genau. Aber habt ihr Kahlbaum und so auch noch alles neu gebaut, schnell? Ja. Alles. Steuergerät ist jetzt? Max ECU. Die war vorher auch schon? Nee, vorher war Emo Black. Auch noch neu gebaut. Cool. Was war denn? Und noch ein Kind gemacht. Und noch eine Geburt. Das waren mal kernige 5 Monate auf jeden Fall. Und da irgendwelche Unterschiede schon? Max ECU und Emo Black auf den ersten Metern? Ich finde schon, ja. Also, Motor läuft allgemein ganz ruhig. Komplett sauber. Ja. Ich finde schon, das ist schon, merkt man schon.
Mhm. Der Unterschied zwischen dafür, dass es wahrscheinlich der gleiche Abschimmer ist, der beides abgeschimmt hat, beide, oder? Ja. Genau. Also ich hatte das gleiche ähnlich bei, zum Beispiel bei dem Arbeit, da ist auch Maxi zu drin und das Ding läuft auch wie, also wirklich, da musst du schon wirklich hinhören, dass du hörst, dass es kein Serienschallöl ist. Schon wirklich, also das kann die schon echt gut. Und dann sehe ich hier auch Trockensumpf. Genau, ja. Ja. Das habe ich am alten Rücken auch schon gehabt. Gibt es da eine Grenze, wo du sagen würdest, ab da braucht man Trockensumpf? Das würde ich jetzt nicht behaupten. Der Nocturne zum Beispiel fragt das auch noch. Ohne? Ja. Oder fahrt ihr es einfach, weil er irgendwann Bock zu hatte, das zu bauen? Wir hatten dreimal... Hatte noch zwei Wochen Zeit, hat der Trockensumpf schnell auch gebaut. Wir hatten dreimal einen Flöllagerschaden damals. Und war wahrscheinlich immer, weil die Pumpe kurz Luft gezogen hat. Dann sind wir auf Trockensumpf und seitdem funktioniert es. Ja. Seitdem kein Problem mehr. Ja. Wie hoch das war eine der besten Investitionen, definitiv. Wie hoch dreht ihr den Motor? 9,2. Ja. Das ist halt das Geile bei diesen 24V, ne? Dass die das so problemlos machen. Wobei du bei Investitionen sagst, ich sehe ja, dass hier relativ viel eigentlich Eigenbau wieder dran ist. Ne? Also die Investition ist in dem Fall die ganzen Teile halt gewesen. Ne? Ja. Weil das ja auch schon wieder... Aber gibt es für einen R32 Trockensumpf zu kaufen? Ne? Gibt es nee. Keine. Gibt es noch kein Kit oder so? Ja. Gibt es noch weniger Trockensumpf auf dem R32 Pferd? Ubi. Mhm. Klar, ja. Und derjenige, dem wir unsere alte Ölwanne und alles verkauft haben, ja. Ja. Die mir fällt es gerade auch nicht ein. Der fällt auch so einen neongelben Audi TT. Genau, ja. 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 Aber sonst? Sonst wüsste ich jetzt momentan auch niemand. Mhm. Krass. Also eigentlich bis auf Billet Block und Kopf, die es ja noch nicht gibt, eigentlich alles, was geht. Ne? Also viel mehr kann man auch nicht machen. Ja. Ja. Und selbst der Block wird ja auch nicht original sein. Oder gibt es an dem ganzen Motor einen Originalteil? Steuerkette. Steuerkette, genau. Ja, Steuerkette. Und dann hört es bald auf. Ja. So ziemlich, ja. Lagerscheine. Ja, Lagerscheine aus. Lagerscheine. Da war ja zwischenzeitlich beim RS4 das Problem, dass entfallen waren. Die gab es nicht mehr zu kaufen. Jetzt gibt es wieder welche. Die Original von Audi direkt. Aber die gab es zwischenzeitlich nicht. Aber Ventildecke geht ja schon noch runter. Das geht. Oder geht ein bisschen, so, ja. Also mit dem Seriendeckel geht es nicht. Und dann hat der Rubik gesagt, komm, wir fressen da was. Haben wir von HST gekriegt. Kriegt auch mal schnell einen Deckel. Genau. Also ist schon ein Maximum hier. Ja. Aber die Höhe von dem Motor war vorgegeben durch Antriebswellen, durch das Diff? Oder ja, wir sind maximal hochgegangen. Du siehst es ja jetzt schon, die Antriebswellen stehen leicht da oben. Aber wir konnten ja nicht mehr weiter höher mit dem Motor. Mhm. Weil ja, wir wollten nicht, dass der aus der Haube rausschaut. Wir wollen jetzt einfach eine komplett zu eine Haube. Also gefühlt besteht dieses Auto, wie ihr seht, ja eh nur noch aus Slicks. Also dafür, dass hier ja noch so viel Bodenfreiheit ist, dieses Rad aber eigentlich ein Drittel schon weg ist, da sieht man mal, wie groß diese Pellen sind. Ne? Ich behaupte auch mal, es gibt keinen Bodenfreiheit bei der Größe Rad, oder? Weil die sind nämlich tatsächlich vom Umfang her sind das 28er. Das kann man jetzt schwer sagen, aber 28 ist eigentlich, keine Ahnung, das ist ein Durchmesser wie ihr, also ich sag mal, ein T5-Bus ist vom Umfang her ähnlich wahrscheinlich vom Reifen her, ne? Würde ich jetzt mal so sagen, wenn nicht sogar noch kleiner. Wenn nicht sogar kleiner. Wenn nicht sogar noch kleiner, ne? T5 ist kleiner, deutlich kleiner. In Summe so. Und das halt auf dem 2er Golf, deswegen sieht das auch hier so. Also das geht ja auch wirklich nur mit einem Chassis, so wie ihr es gebaut habt, weil da ist ja sonst niemals Platz drin. Ne? Ja. Krass. Also unter einem normalen Golf kriegst du es niemals runter. Ja. Das wird nicht funktionieren. Da waren die 24,5 war schon. Ja. Groß genug, ja. Ja. Wie ist das hier mit Thema Standfestigkeit bei so einem Motor? Ihr habt mit V6 angefangen. Genau, mit dem 12-Ventiler. Die 12-Ventiler sind ja gerne mal so, dass die jeder immer weggesprengt hat, alleine deswegen, weil sie einfach kein Geld gekostet haben damals. Ne? Da hat man sich ja noch nicht so Gedanken drum gemacht, wenn es eh nichts kostet, kann man ja auch öfter mal tauschen. Ja. Was jetzt aber bei einem 24V schon ein bisschen komplexer geworden ist. Ja, auf jeden Fall. Wir hatten halt früher mit dem 12-Ventiler, haben wir viel probiert, gerade mit der Kopfdichtung, immer Zylinder 1, immer Kopfdichtung schade, dann haben wir noch viel probiert und getestet, bis wir irgendwann eine richtige Lösung gehabt haben. Oder wirklich unzerstörbar war.
Und das haben wir dann auch übernommen auf der 24er. Und das funktioniert tadellos. Haben wir noch nie ein Problem gehabt. Was seid ihr an Leistung auf dem 12-Ventiler gefahren, auf dem VR? Das mal gemessen? Ich glaube 1250 sowas. Ja, 1250 sowas. Ach krass, doch gar nicht. Trotzdem großen Lader und so. Nicht mehr. Damals war auch schon das Thema Prüfstand eigentlich egal auf der Strecke. Ja. Da muss ich gleich schon drauf. Ja. Also das war bei uns schon immer so. Prüfstand, reine Funktionskontrolle. Also aber wir sind nicht der Typ, wo der Abdrücke müsstet und hier muss die Zahl stehen, das ist uns null. Der Umstieg auf 24V war dann aber schon so das, was gebracht hat. Auf jeden Fall. Ja, leistungsmäßig war sofort. Halt mit viel weniger mehr quasi. Viel weniger Ladedruck, viel weniger Aufwand. Wie ist das bei gleichem Turbolader in Sachen Ansprechverhalten? 12V gegen 24V? Ist der 24V da viel besser oder kann man das so gar nicht sagen? Der direkte Vergleich haben wir eigentlich gar nicht gehabt. Ich glaube so. Und auch so vom unterm Fuß merken tust du auch das nicht. Das war ja dann auf dem 24-Ventiler gleich wieder ein anderer Laden und alles. Das ist schon mal war viel größer. Ja. Waren wir zwei Wochen Zeit noch in Kuba geworden. Einmal alles wieder anders. Das ist jetzt GTX 55 oder 50? 50. 50. Ja, 88 mm Verdichter. Das ist dann normalerweise ein Lader, der 1600 kann, 1800? So in der Richtung oder wie werden die angegeben? Ja, ziemlich große Leistungsangabe, auch je nach Literzahl vom Motor. Ich glaube von 1400 bis knapp über 2000 PS. 2,2 oder so. Ja. Ach, 2,2 so. Ja, halt je nach Literzahl vom Motor. Klar, mit dem Motor wird es niemals, aber. Ja. Das heißt, bei welcher Literzahl würde der am meisten Leistung machen? Ich glaube von 4 bis irgendwas, wie viel Liter? 2,9 bis 4,5 oder 5 Liter. Ja, genau so was. Ja. Krass. Weil da sträuben sich ja immer noch die Geister drüber, ob ein großer Turbolader nicht auf einem kleineren Motor sogar mehr leisten kann. So die Variante gibt es ja auch noch. Das könnte schon sein. Die Abgase pusht halt trotzdem. Ja. Dann fährst halt irgendwann gefühlte 10 Bar Ladung, aber. Ja. Großer Lader mit dem Motor ist halt echt cool. Ober raus, der will immer mehr. Der schiebt ober raus richtig. Da ist, merkt man das schon, wenn es so ein großer Lader ist. Nockenwellenverstellung aber totgelegt, die gibt es ja nicht. Ja, gibt es nicht mehr. Aber das heißt, der wird ja wahrscheinlich trotzdem von, ich sag jetzt mal, von 6 bis 9 voll im Saft stehen wahrscheinlich. Er kommt ziemlich spät, eher 7 bis 9, 2, sowas. Echt, weißt du? Ja, ziemlich spät. Ach, krass. Hätte ich jetzt doch gedacht, Tucken früher schon. Das heißt, 1300 ist für den Motor jetzt erstmal entspannt. Das kann der schon so. Ohne dass ihr jetzt sagt, da müssen wir jetzt ständig reingucken und haben die Angst, dass was kaputt geht. Ja, 1300. Die Kardanwelle vorne, da habe ich immer schon. Die Kardanwelle nach vorne. Ja. Aber so motortechnisch. Safe. Ich glaube 1300. Habe ich jetzt auch keine Sorgen eigentlich. So. Denkt ihr, dass es für den Motor egal ist, ob er quer oder längs sitzt? Scheinbar ja trocken, so scheißegal, ne? Ich denke, das macht ihm nichts, ja. Das spielt keine Rolle. Ich weiß noch, vor Jahren gab es mal Theorien, die sind durchs Internet gegeistert, dass der Lader viel, viel besser anspricht, wenn er parallel zur Kurbel sitzt. Es wäre Katastrophe, wenn man ihn 90 Grad dreht, weil du die ganzen Abgase logischerweise einmal in der Kraft umlenken musst. Und deswegen ist bei allen Serienmotoren die Welle immer parallel zur Kurbel. Echt, das war noch die Forumszeiten, wo natürlich jeder mitdiskutiert hat, ne? Und da wirklich ganz viele, dass die beiden Achsen zueinander parallel sind und schon ist alles besser. Okay. Ist tatsächlich in der Serie auch eigentlich fast immer so. Haben wir es noch nie gehört. So, ist bei fast allen Motoren Serie so. Oft, ich kann es bisher noch nicht, gesagt, ich habe es noch nicht gemerkt, dass es Unterschied ist, weil es natürlich bauformtechnisch auch so am einfachsten ist. Mhm. Aber das, keine Ahnung, ist wohl so, wenn du die einmal komplett, ich meine, hier links ist auch 90 Grad, aber das ist wohl. Dosendruck mit dem Wastegator? Kann man da auch richtig wenig fahren oder? Keine Chance. 2 Bar ist bei uns Dosendruck. 2 Bar schon? Ja, okay. Ziemlich hoch. Aber weil so eine harte Feder drin ist, oder? Auch weil die Abgase durch den Lader durchholen? Ja, nur eigentlich ziemlich harte Feder. Weil bei uns sind 2 Bar knapp 1000 PS und drunter wollen wir eigentlich nicht. Ne? Ja, verstehe ich. Mal mit der Reifer-Kombi wollen wir eigentlich schon die 1000 PS auf Straße kriegen. Thema Zylinderkopf und Nockenwellen und so. Habt ihr da ein Setup gefunden, was einfach immer gleich bleibt? Also wo ihr wirklich sagt, das ist es, da holt man auch nichts mehr raus. Das sitzt einfach, das passt. Oder ist es schon so, dass ihr auf dem Prüfstand seid und auch wieder anfangen mit Nockenwellen einmessen, ein bisschen spielen und so weiter? Oder ist das egal, wenn der Turbolader groß genug ist?
Egal ist es nicht. Aber da ist auch wieder unser Abstimmer. Der sagt eigentlich so und so einstellen. Aber der sagt echt, das ist so ein alter Hase, der sagt, bitte so einstellen, so machen wir das. Genau. Geil. Und es funktioniert dann auch, ja. Ja, das läuft dann. Ja. Weil ich sag mal, eine 1300 hier auf 102 ist natürlich auch schon. Und kann man mal machen. Ja, das sollte dann schon auf der Strecke deutlich mehr zum Warm werden. Das 1300, klar, das ist klar, ist schon heftig, aber später sollte es dann deutlich mehr werden. Was war bisher das Schnellste, was ihr auf 400 Metern gefahren seid? 301. 301. 300 ist eigentlich auch schon so diese magische Grenze, ne? Aber wenn man sich überlegt, 300 km auf 400 Meter, ist das halt schon ein bisschen, ne? Und Achtelmeile nach 200 Meter waren dann auch schon 220, 30, 40? Knapp über 230 war, glaube ich, schnellste. Krass. Und denkt ihr, dass das Getriebe jetzt auch Topspeed besser wird? Oder wird sich nichts nehmen? Ich glaube, Topspeed nicht. Reine Leistungssache mit Topspeed immer. Ja, denke ich auch. Dann musst du dann richtig gleich schon drauf packen. Das ist dann nochmal schneller was raus. Und Differential vorne, hinten, Hinterachse kommen wir gleich zu. Einfach gesperrt. Also 100% gesperrt oder mit Diff drin? Vorne ist noch Serie momentan. Und hinter ist 100% gesperrt. Mhm. Also Wheelie am Ende. Ja, ich hoffe nicht. Krass. Ja, okay. Ja, ich würde sagen, jetzt müssen wir ja mal reingucken. Wir haben so ein Getriebe schon mal gezeigt, aber man kann sich das trotzdem nicht vorstellen, wie wild das aussieht. 1 Million Sachen dran, dafür, dass es eigentlich nur ein Getriebe ist. Aber ihr habt den Rahmen auch echt verdammt gut gebaut, muss ich einfach mal sagen. Also ich hätte jetzt niemals gedacht, dass ihr hier mal eben schnell so einen Rahmen selber gebaut habt. Ja. Da ergänzen wir uns halt gut. Mein Bruder, der passt alles an. Der passt die ganze Rohre an und ich bin eigentlich Schweißer. Da hat der das Talent dafür, die Anpassungssache, und ich vielleicht beim Schweißer eher ein bisschen mehr Talent. Das heißt, du angepasst, Nachricht geschrieben, ey, heute das und das schmeißen, damit ich morgen weitermachen kann. So ungefähr. Wie ist das so ein Rahmen? Darf man den Stück für Stück schweißen? Oder schweißt man den am Stück? Oder punktet man das alles erstmal durch und schweißt das dann? Oder egal, weil es so gut angepasst ist, dass du schweißen kannst, wo du willst? Wir haben da eigentlich immer so nach und nach ziemlich. Klar, ein paar Stellen kommst du ja nicht dran, wenn wir es ja ins Chassis reinbaut haben oder halt in die Hülle reinbaut haben. Das haben wir dann danach, wo wir die Hülle runter. Klopft haben, haben wir fertig geschweißt, aber sonst eigentlich schon nach und nach. Ja. Geil. Nee, weil das sieht schon echt. Sieht schon ordentlich aus. Und das ist jetzt so das Minimum, was man an Rohren ranmachen muss. Weil ich finde, dass es jetzt nicht extrem viele Rohre sind. Ist halt das, was man machen muss, ne? Ja. Die Rohre in der richtigen Wandstärke. Richtige Durchmesser an der richtigen Position. Habt ihr damals einen Unterschied gemerkt? Das ist mal eine Frage zwischen Serie und so einem Rahmen. Sind das gleich Welten vom Fahne? Ja. Weil wenn man das so sieht, denkt man immer, das muss einfach instabiler sein als das, was sich der Hersteller bei so einer Blechkarosse gedacht hat. Nee. Aber es ist tatsächlich stabiler. Ja. Da gibt es das Slow-Video von Santa Rosa damals. Ja. Da war es wirklich so, es war mit dem originalen Auto noch, gell? Ja, mit dem originalen. Und da hat wirklich die ganze Front beim Start ist hier mit Sicherheit 2-3 cm. Ja. Hast du das gesehen, wie das Auto so macht? Das war echt krass. Ja. Ja. Das ist viel stabiler. Das ist viel stabiler und klar sicherer. Das ist ja logisch. Und das alles nur mit so ein paar Rohren im richtigen Winkel, die aufeinander verschweißt sind. Ne? Auch es ist ja, wenn hier jetzt noch irgendwie unten ein X, oben ein X und so weiter, das ist ja auch noch relativ offen gestaltet nach oben hin, ne? Finde ich. Ja, nach oben, ja. Wir hatten bei HST, bei diesem Liberty-Getriebe, der hatte noch einen Shifter, den er so vor und zurück machen würde. Ja. Das hier ist jetzt mit Druckluft. Genau. Das heißt, wie schaltet man das durch? Einfach hier am Lenkrad mit dem Knopf da, oder wie? Genau, in der Mitte, vor der Handbremse. Genau, diesen Hebel kannst du umschalten auf nur 5 Gänge vor. Und wenn du nach hinten ziehst, dann kannst du Rückwärtsgang reinmachen. Aber wenn du den nach vorne hast, dann kannst du am Lenkrad, ist ein kleiner grüner Knopf, nur per Knopfdruck, kannst du die ganze Gänge hochschalten. Ohne Schaltunterbrechung, ohne nichts. Ohne alles. Der knallt die Gänge einfach mit dem Pneumatikzylinder rein.
Krass. Seid ihr da schon so ein bisschen aufgeregt, das erste Mal fahren? Ja, schon ein bisschen. Weil jetzt muss man dazu sagen, du fährst immer? Ja. Bist du auch schon mal gefahren mit dem Auto? Noch gar nicht. Gut. Noch gar nicht. Auch kein Bock drauf? Ich hab die Eier nicht. Das muss man natürlich auch dazu sagen. Da müssen wir auf jeden Fall mal was einblenden, weil es gibt halt wirklich schon ein paar wilde Fahrten von dem alten Auto, ne? Ja. Damals, wo wir noch Fahrwerksprobleme gehabt haben und Achsprobleme, da war's. Ja. Weil da gibt's halt schon so die eine oder andere Situation, wo du halt bei, keine Ahnung, 200, 250 schon mal, also, ja, das war nicht ein paar Grad quer, sondern es war ja gefühlt schon fast 90 Grad quer auf der Straße stehst, so ungefähr, ne? Ja, so ungefähr, ja. Aber du hast immer gesagt, auf keinen Fall vom Gas gehen, sondern draufhalten. Ich habe immer das im Hinterkopf, wenn ich vom Gas jetzt gehe und der bricht dann zur anderen Seite aus und ich, naja, das ist einfach im Kopf drin, einfach draufbleiben, der zieht sich wieder gerade und jedes Mal war es so. Er hat sich jedes Mal am Schluss wieder gerade gezogen und dann ging's. Ja. Und was hast du dabei so gedacht? Hast du aber hingeguckt oder? Ja. Muss man durch. Ja, so ungefähr, ja. Ich muss ja dazu sagen, jetzt mittlerweile mit so ein Chassis kann ja schon einiges. So, ne? Also selbst wenn man da mal irgendwo in Anführungsstrichen einschlägt, ist das ja schon der richtige Weg, so ein Chassis hier reinzubauen. Weil das wird ja schon relativ viel in dem Fall abfangen. Auf jeden Fall. Das war ein großer Hauptgrund, warum wir das jetzt hier so nach Vorschrift gemacht haben, dass einfach das Ganze sicher ist. Ja, jetzt ist er Vater. Ja. Jetzt Baby Schale. Ja. Jetzt könnte der Fahrer bei noch ein paar Kilo holen in ein paar Jahren. Das war ja letztes Jahr auf dem letzten Rennen in Zerbst. Da war das wegen Blut bei uns und da hat er mit uns geredet und haben gesagt, ja, wie schaut das aus mit der Abnahme, mit dem Auto. Dann hat er gesagt, das muss man umschweißen, hier, da, jenes. Und dann haben wir gesagt, okay, ja, dann bauen wir das alte Auto um. So sind wir heim, haben wir angefangen, oh, Zylinderflexe. Zum Schluss war eigentlich so gut wie gar nichts mehr da vom alten Rahmen. Ja, weil es halt einfach nicht gepasst hat. Und dann haben wir gesagt, jetzt machen wir es einmal richtig. Einmal und dann muss es passen. Dann ein Jahr Ruhe. Genau. gucken, was als nächstes euch noch so einfällt. Das ist das letzte Auto. Also. Ja. Und den Wagenpass dafür, wenn ihr mal auf irgendwelche großen Veranstaltungen fahren wollt, wo so ein Wagenpass vorgeschrieben ist. Nitro, Olympics, Hockenheim. Genau. Wie ist das in Santa Pod? Da braucht man den aber eigentlich nicht. Oder kommt das auf die Veranstaltung an? Kommt auf die Veranstaltung an. Ob es ein FIA-Event ist oder einfach so ein Test and Tune. Mhm. Krass, okay. Und das da hinten ist die Druckluftflasche einfach nur für Schalten? Ja, nur für Schalten. Wie viel Druck ist da drauf? Was hat die so an Druck? Maximal 120 Bar. Ach doch, so viel? Ja. Krass. Aber da ist dann ein Druckminderer dran von Liberty. Ich glaube nur 10 Bar oder so gehen zum Liberty. Und du sagst komplett schalten ohne jegliche Unterbrechung. Also es ist einfach so, der nächste Gang wird reingeschossen, fertig. Ja, genau. Mhm. Aber das muss ja gegenüber dem alten Kolbgetriebe schon schneller werden. Deutlich, denke ich mal schon, ne? Sollte, ja. Du hast ja keine Sinn oder da noch nichts. Wird immer der nächste Gang vorgelegt und sobald der nächste Gang greift und weiterführt, fliegt der langsam den Gang raus. Ja. Fünf oder sechs Gang? Fünf. Gibt es die als sechs Gang? Gibt es auch als vier Gang, glaube ich, ne? Oder nur fünf Gang gemacht? Ja, da gibt es schon mehrere Varianten. Und kann man da dann Übersetzungen wählen oder ist das immer eine Übersetzung, die man da kriegt? Du machst die Übersetzung mit deinen Tipps. Hinten und vorne. Da steht die Übersetzung. Also das eigentliche, da drin ist man gleich. Ja. Und dann sehe ich hier so eine exorbitant fette, kugelsichere Glocke mit der Kupplung drunter. Ja. Gefühlt 20 cm lang. Da gibt es auch verschiedene Varianten, weil ich sehe unten ja schon noch ein Kupplungspedal. Ja. Das heißt, die lässt sich auch noch normal betätigen oder ist das nur irgendwas anderes Spezielles hier wieder? Nö, das lässt sich ganz normal betätigen. Gerade zum Normalfahren und halt am Start zum Losfahren. Mhm. Ja. Also ist keine Fliehkraftkupplung drin, sondern eine ganz normale? Ist eine Fliehkraftkupplung drin, aber zum Anfahren brauchst du trotzdem so im jetzigen Zustand, kannst du ja mal drücken, die lässt sich ganz leicht drücken und am Start, wenn ich die Launch Control quasi zünde und dann die Drehzahl steigt und dann wollen die Kipphebel oder halt die Hebel von der Kupplung wollen noch auswandern und die Kupplung immer weiter zumachen. Mhm. Das merkt man dann auch am Kupplungspedal, dass es die Kupplung, ja, dass es zurück will. Genau. Und das heißt, in dem Moment gehst du noch von der Kupplung runter? Oder du bleibst auf der Kupplung stehen? Bleib noch drauf, bis wirklich
Stage, Pre-Stage, bis es alles passt und dann, bis ich meinen Ladedruck habe und dann lasse ich Kupplung richtig fatzer quasi und dann, genau. Dabei geht die dann über Fliehkraft rein? Genau, ja. Mach die dann langsam zu. Aber das kann man, das heißt, das müsst ihr jetzt noch ein paar Mal einstellen? Oder wie macht man ja, das muss man jetzt halt noch testen. Hubi von HST, der hat uns schon seine Erfahrungsworte ein bisschen... Das 7-Sekunden-Setup schon mal gesagt? Genau, ja. Ja, und das müssen wir uns halt selber testen, wie es für uns am besten ist. Aber wie kommt man da ran? Da macht man die Klappe da auf? Genau, ja, auf der anderen Seite, genau. Da kommt man ran, da kann man es... Hier ist so eine Klappe. Komm, wir müssen einmal, reinfüllen. Von der Seite sieht das Getriebe tatsächlich noch fetter aus. Der eine oder andere hier auf der Messe wird da reingucken, wird irgendwie denken Elektroauto oder so, ne? Mit diesen ganzen Kabeln, mit den ganzen Sachen da drauf, und die denken, was ist das denn? Okay, und da ist die Klappe, wo man auch nicht. Genau, ja. Da kann man dann die Gewichte einstellen von den Fliehkraft, von den Hebel. Genau, und das Preload, die Vorspannung über Federn, genau. Mhm. Und dann sehe ich hier noch einmal Handbremse. Ja. Handbremse einfach nur dafür da, auch wenn du am Start stehst, dass das Auto bremsen kannst. Genau, ja, zum quasi Zurückhalten. Die Kupplung will ja schon schließen durch die Drehzahl und mit der Handbremse kann ich das Auto noch zurückhalten. Ja. Und die linke Handbremse? Das ist fürs Allrad. Ah, das ist die besagte Kupplung, die du vorpumpst, genau, und den Allrad dann schließt. Pump ich vor und schließt dann mit dem Kugelhörner den Druck ein und dann die Vorderachse dabei. Aber sieht echt krass kettenlos aus, Auto fliegen. Hätte ich ehrlich gesagt so gar nicht gedacht. Hat irgendwie was. Sieht doch irgendwie so klein aus. Wahrscheinlich, weil es Golf ist, ne? Ja. Und hier so diese ganzen Bleche, die habt ihr auch alle selber? Ja. Auch so mit diesen Sicken-Motiven? Ja, genau. Ja. Bin echt gespannt, was das Auto gleich wiegt, weil das ist ja, die habt ihr euch ja wieder nicht lumpen lassen, ne? Das ist so 0,8er Alubleche oder so. Oder was Millimeter. Ist? Millimeter. Millimeter. Das ist aber egal, da kann man dann reinschrauben, was man will. Da gibt es jetzt nicht irgendwie eine Vorgabe für, dass das... Genau, das ist wurscht. Ich bin gespannt, wie sich das mit diesen Rahmen in Deutschland entwickelt, weil ich glaube, dass da schon viele mit anfangen werden. Ja, das kommt immer mehr, ja. So, ne, das haben uns auch schon einige Leute gefragt, wer das baut und wo kann man das bauen lassen. Ich hätte auch gedacht, dass ihr das bauen lassen habt, ganz ehrlich. Und also ich glaube, das wurden einige heiß auf sowas, ja. Weil jemand, der, keine Ahnung, Krümmer gerne schweißt, Bock auf Schweißarbeiten hat, ist ja auch irgendwie eine coole Aufgabe. Ist natürlich eine Aufgabe, die halt Wochen dauert, wo man nicht mal eben heute anfängt, nächste Woche fertig ist, außer man zieht es halt so zwei über Monate durch. Aber ist halt schon irgendwie... Ich find's geil. Gerade so dieser vordere Teil, wie viel Platz man da so überall auf einmal an allen Ecken hat. Ne? Und auch so, dass man von oben mal drauf gucken kann. Okay, ja, so, letzter Punkt auf der Agenda. Wir wollen das Auto einmal hochnehmen, wollen das Auto einmal wiegen, wollen uns einmal Thema Hinterachse angucken. Ist der theoretisch lauffähig, dass man ja anmachen kann? Oder? Können wir machen. Ja. Um die Uhrzeit ist das auch hier kein Problem? Ja, das geht ja. Aber ich würde sagen, für Teil 1 reicht es erstmal. Das seht ihr alles im nächsten Teil. Danke für eure Zeit schon mal. Danke, dass ich das Auto vorstellen darf. Und auf jeden Fall zweiten Teil wieder einschalten. Guten Tag. Weil wir wollen das Auto jetzt unbedingt von unten sehen. Wir gucken uns die Hinterachse an. Wir wiegen den einmal. Ich bin gespannt, was das Ergebnis sagt, auch in Bezug auf Radlast quer, links, rechts. Mit ganz viel Glück schmeißen wir nämlich auch noch einmal an.